Willkommen zurück bei Shadow Gambit. Wir sind wieder zu Hause auf der Marley, können eine Crew wiederbeleben, Seelenenergie. Du kannst eine neue Crew-Geschichte beginnen und John kann mit Toya reden. Genau. Quentin vermisste Flüche. Wir machen John. John. Ah, die Salzprile. Ah, nasse Sache. Sprich mal mit. Wie kann ich helfen? Afia. Ach so, halt, nein. Jawohl. Mit Toya haben wir doch gerade gesagt. Quentin spricht mit Afia und John spricht mit Toya. Gut. Eine kleine Welle ist alles, was es braucht. Toya war hier vorne. Ist sie denn auch da zu Hause? In der Küche ist er nicht. Wo hat er sich denn versteckt? Warte mal, ich wechsle mal zu ihm. Ich bin allzeit bereit. Ja, und nicht in der Küche. Ah, mir ist so wehmütig zumute. Ich hab dich in der Küche gesucht, Toya. Ach, er säuft. Hi! Hä? Ach so. Nein, ihn sollst du. Ach, jetzt sind sie wieder in der Küche. Hi, Toya, was gibt's denn? Ich koche gerade Geisterkraut mit einem Hauch von verwestem Zitronengras. Riecht auf jeden Fall so. natürlich trotzdem gut. Wie kann ich dir helfen, John? Ich brauche Seesterninnereien und Schildkröteneier. Dieses scheußliche Rezept wieder. Weißt du, ich hätte da gleich mehrere Ideen, wie man das verfeinern könnte. Ah, Toya, das soll ja gerade scheußlich sein. Nichts für Gummis. Schön, ich habe einen Seestern hier. Aber das ist mein letzter. Kann ich dir nicht geben. Schildkröteneier sind aktuell aus. Ich war davon ausgegangen, dass du dir schon welche genommen hast. Du weißt doch ganz genau, dass ich mir niemals was nehmen würde, ohne zu fragen. Nein, normalerweise fragst du. Ich sage nein, wir spielen Karten, du verlierst und nimmst dir es dann trotzdem. Wie gesagt, ich nehme niemals was, ohne zu fragen. Hör mal, sprich mit Estelle. Die bewacht die Schildkröten der Marley. Schau mal, ob du an ihr vorbeikommst und ein paar Eier für dich klar machen kannst. Du bist ein feiner Bursche, Toya von Iga. Ich gehe sofort zu Estelle. Gut, also. Ab geht's, Sir Reginald. Auf zu Estelle. So. Estelle, du bärtiges Eichhörnchen. Toya hat gesagt, irgendwo in der Marley gebe es Schildkröten. Ah, großartig. Genau da muss ich hin. Was? Ich kann dir doch nicht Sir Reginald als Pfand überlassen. Du spinnst wohl. Der ist mein fischiger Begleiter, nicht mein Piratenpass. Ah, jetzt spiel hier bloß nicht noch den Helden, Reg. Ha! Wir finden einen anderen Weg. Wart's nur ab. Na komm schon, Reg. Wir versuchen einfach mal selbst ein wenig in den Tiefen herumzustochern. Irgendwann sollten wir ja fündig werden. Ich werde auf ein, zwei Muscheln treten. Was machen wir jetzt hier? Warte mal. Suche nach der richtigen Stelle. Ach so. Ja gut. Dann laufen wir erstmal hierher. Genau das machen wir.
Was mache ich jetzt hier? Eine Wonne für Piraten. Das ist die zweite Stelle. Und die dritte Stelle. Dann doch lieber hier, hä? Was soll ich jetzt hier machen? Das ist der richtige Knochen. Ja, aber wo sind die Schildkröteneier? So tot wie brillant. Mach ich jetzt hier? Besser alt, als irgendwas zu bereuen. Ach so! In den Tiefen! Ich komme, Sir Reginald! Ja, klar. Ahnen Sie sich das einer an? Das ist unser kleines Schildkrötenparadies. Denen scheint es jedenfalls zu gefallen. Ja, ja, ich weiß, die Schildkröten haben es immer besser als du. Das ist der richtige Knochen. Ja, da muss er doch auch erstmal drauf kommen. Ab geht's, Sir Reginald. 14, 15, 16, super. Mehr brauche ich nicht. Vielen Dank, Leute. Also, Sir Reginald, wir gehen so, wie wir gekommen sind, mit meinem Anker. Estelle darf von unserer kleinen Hintertür nichts erfahren. Nee, lass uns nicht die Tür nehmen. Nehmen wir meinen Anker, um wieder durch die Tür. Ja. So. Genau das. Perfekt. Damit hätten wir das mit den Schildkröteneiern erledigt. Ich bin mir sicher, die Mali wird von unseren Fortschritten entzückt sein, Sir Reginald. Blub, blub. Oh, aktiv, John. Sprich mit der Mali. Eine Wonne für Piraten. Na, dann machen wir das doch. Hey, Mali, wir sind's, Sir Reginald und ich. Wie sieht's denn so mit dem Gammel aus? Ist nur eine schmutzige Stelle. Ha, da bin ich aber ganz anderer Meinung. Zum Glück habe ich unter Deck Schildkröten gefunden. Also wird's nicht mehr lange dauern. Ja, so ein Glück. Jetzt fehlt nur noch der Seestern. Mal sehen, ob Toya bereit ist, mit mir darum zu spielen. Freut mich zu hören, dass du dann niemals die letzte Zutat kriegen wirst. Ha, nur keine Sorge, Marley. Sir Reginald und ich haben da so einige Asse im Ärmel. Ist vermutlich nicht so clever, bei mir damit zu prahlen, dass du schummeln willst. Schummeln? Nee, natürlich nicht. Tja, wir müssen da mal los. Komm, Sir Reginald, wir müssen uns noch vorbereiten. Oh oh. So. Abgeschlossen. Okay. Dann würde ich sagen, A4. Kein Blick zurück. Was haben wir denn noch offen? Setze Kurs, Frau Navigatorin. Das Riff des Unheils. Kleine Kuh, große Pläne. Wenn wir helfen, bekommen wir Seelenenergie. Und hier bekommen wir schwarze Perle. Machen wir das. Dann können wir den letzten, ich glaube, es ist der letzte, wiederbeleben. Und dann können wir uns um den Spiegel kümmern. Ein Notruf ist mir zwischen meine Gedanken gefahren. Er stammt vom Unheilsriff. Kannst du eine Verbindung herstellen? Hallo? Hallo? Hier spricht Captain Harlock von der Sally.
Meine Crew und ich sind von diesen Eiferern aufgebracht worden. An alle Schiffe da draußen, auf denen noch eine Seele übrig ist. Schickt uns Hilfe! Hier spricht die Red Marley, Captain. Wo seid ihr? Beim Schnitter, was bin ich froh, dich zu hören. Wir sind mitten in... In was? Die Verbindung wurde getrennt. Die Energien des Riffs stören. Irgendeine Ahnung, woher das kam? Nein, aber das Gespräch hat einige Seelenspuren hinterlassen. Wenn du eine davon berührst, sollte ich die Quelle des Notrufs bestimmen können. Nun entscheide, wo wir an Land gehen, Frau Navigatorin. Das sieht zu einfach aus. Wenn ich jetzt einfach hier rüberlaufe. Dann werden die uns bestimmt sagen, geh ans andere Ende der Karte. Ich gehe hier. Nee. Hier an Land. Hier hoch. Und nehme diese Seelenspur. So, mitnehmen tue ich. Afia, du musst mal wieder. Das wurde auch Zeit, oder? Ja. John. Gail. Quentin. Sulady. Das wurde auch Zeit, oder? Ja, das wurde Zeit, das sagen sie alle. Sulady und Quentin oder John? Eigentlich müsste ich wieder sie nehmen. Einfach wegen der Falle. Oh, hier. Let's go. Oder warte mal. Nee, er macht denselben Bonus. Ja. Let's go. So, was haben wir denn hier? Wache. Yuki. Blitzschnell. Mach was erstmal kurz und schmerzlos. Das klappt immer. Ja, guter Plan. So. Ist das... Genau. Flupp. Nummer 1. So, wo müssen wir hin? Dahin. Also einfach nur den Weg hier hoch. Warum gehe ich eigentlich nicht hier rein? Schwimme hier rüber. Ah, guck mal. Leise und geschwind. Wie weit läuft denn der? Okay. Überlass das mir. Wir müssen schneller sein als Akolytin Remira. Die Stadt Eloy. Was haben wir denn da? Hey. Ah, da ist ja noch einer. Na gut, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Alarm. Stellen wir eine Falle auf. Ein Abenteuer. So, und ich muss hier weg. Weil, wenn er stirbt, wird er das sehen. Kleine Schwimmbässe. Mein Urteil erwartet dich, Kreatur. Ah, der läuft hier rum. Oh, noch immer. Nach Verderbnis. Das ist ja ein toller Trick. Das heißt,
Wenn ihr zurückkommt, stand wie eine Feder. Blitzschnell, messerscharf. Berechne, berichtige. Ich kann sein verwestes Fleisch schon riechen. Also sie sterben. Die Schatten sind vor unserem Eifer geflohen. Das freut mich. Der Weg war doch eben doch... Ernsthaft? Ernsthaft? Das ist doch wohl. Es gibt nur eine Sprache, die verstehen. Na gut, dann werde ich ihn so umlegen. Wer macht das? Zuleidi. Oh, ich kann eine Menge Sachen wachsen lassen. Oh ja. Entdeckung. Oh, warte mal. Oh, den kannst du sehen, okay. Bin dabei. So. Erstmal abspeichern. Lass mich einfach nur Notizen dazu machen. Oh, das ist ja faszinierend. Oh, also. So viel Unkraut hier. Nein! Lauf, 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 lauf! Mir die Blätter versenkt. Lauf, oh, lauf, lauf. Das gefällt mir. Möge dein Kadaver. Oh, warte mal, die anderen gucken jetzt nicht. Rectifica! Ich weiß genau, wo ich ansetzen muss. Berechne! Berichtige! Das Urteil. Nun gut, leicht zu beheben. So. Das Feuer lechzt nach deiner vermaledeiten. Audi hat 2 Punkte verloren. Das möge war dein Kadaver dumm. Den Scheiterhaufen nachgeben. Dumm. Die Schatten sind geflohen. Das große Ganze ist sicher. Seltsam. Was? Oh shit. Verfluchte Hände haben jenes Leben geraubt. Mensura! Haie und Vögel. Fangen wir an, Kuma. Mensura! Kalkula! Berechtigte! Nein! Das geht gar nicht schief. Das Feuer wird mich das zu Feuer dir geleiten. Nach deiner du vergeudest kostbare Seele. Zeit, Piraten. Das Urteil der Maid erwartet dich, Kreatur. Wacht auf, kleine Falle. Oh, noch immer stinkt das macht Spaß. Nach dein Kadaver dem Scheiterhaufen nach. Komm, Kuma. Ich komme das auf Geheiß der Maid. Zu dir geleiten. In den Staub vor mir. Ich kann dein verwestes Fleisch schon riechen. Die Korsarin ist auf der Jagd. Mist. Gut. Wir haben sie zurück in die Tiefen gejagt. Was liegt dir heute auf der Seele? Ich kann dir helfen, wenn du mich lässt. Ich glaube, ich überlege eher, ob ich einlade. Das sind auch Dienerinnen und Diener der Maid. Hm. Ach, er läuft weg. Okay. Yuki hier. Trick und Tod. Halt mal an. Oh, verstehe. So langsam gefällt mir dieser Plan. Mir nicht. Ach, da ist noch einer. Oh. Das klappt nicht. Egal. Ich Der probier's. Der Abdruck einer Erinnerung. Bislang finde ich das hier gut. Wird echt schnell wachsen. Das Feuer wird sie prüfen, so wie... Du willst Verstecken spielen, was? So. Ich probier's mal. Die Behandlung ist bereit. Ich habe gespeichert. Okay, so.
Ja, überlass die mir. Was ist das? Treib die! Ich... Au! Seltsam. Muss ich mir nachwachsen lassen? Ich hab genau das Richtige. Eine Seele. Ja, gut. Oh, das da war ich mir. Zu lahmarschig. Okay, nochmal. Kommt gleich. Ah, so viele wie du willst. Platz da, flinke Schimmer Pflanze. Da was? Ich bilde mir das voll ein. So. Wenn er wegläuft. Oh, das gefällt mir. Kann ich dahin laufen. Und jetzt muss ich schnell sein. So viel Unkraut hier. Seltsam. Bislang finde ich das lauf, hier lauf, 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 lauf. Treib die Untoten aus. Lass mich deine Seele sehen. Möge dein Kadaver. Nun gut, vielleicht. Ja gut, keine Chance. Oh, warum sieht er das? Mir. Der ist doch grün. Naja, grün, ja. Das heißt, ich muss die beiden hier unten zuerst loswerden. Warte mal. An deiner Stelle würde ich mich von denen fernhalten. Ein Busch zum Verstecken. Das ist eine Idee. Das macht Spaß. Ich setze... Ach, Quatsch. Ah, Lady. Mal die Wurzeln lang machen. Ich setze hier einen Busch hin. Oh, das ist ja steckt alles in den Wurzeln. Dann sehen sie die beiden nicht mehr. Und wenn er weg ist, kann ich die beiden hier umbringen. Interessante Wahl, Marley. Ja, überlass die mir. Oh, hast du das gesehen? Also. Wach auf, Katana-san. Du bist schnell zu Lady Chan. Die Korsarin ist bereit. Ich bin nicht zu fassen. Nun also, was ist das? Nix, nix. Weit, weit weglaufen? Weil wenn er wiederkommt, sieht er die Leiche. Oder auch nicht. Okay. Überlass das mir. Hat funktioniert. Das heißt, Yuki wird jetzt die anderen beiden umlegen. Halt, langsam laufen. Das klappt immer. Ja, guter Plan. Und tschüss. Klar, und jetzt? Komme. Oh, so scharf. Rücken schlitzen, Nacken stechen. So. Schau her, Sensei. Erledigt. Ah. Okay. Gut. Ist aber nicht unser Ziel. Unser Ziel ist der da. Ich probiere mal was. Das wirst du nicht vergessen, oder? Blitz schnell. So, und zwar schwimmst du jetzt hier die rüber. Die starrt eh nur in eine Kanone. Predigt die Maite nicht, sich inmitten der Flammen in Geduld zu üben? Darf ich davon ausgehen, dass die Mauern bald fallen werden? Oh, kinderleicht. Nein, nicht wirklich. Die sehen schwach aus, sind so. Aber recht robust. Gut, also. Spinnenfaden. Hör zu, Kuma. Da drüben. Keine Zeit. Wenn wir weniger reden und mehr graben würden, kämen wir vielleicht zu einem Ergebnis. Das
das macht Spaß. Ja. Nun also. Schöner kleiner Spaziergang. Ist das... Ich bin schon mal weg. Das Feuer wird nicht zu dir gelassen. Das Urteil der Maid erwartet dich. Leise und geschwind. Kreatur. Das Feuer wird mich zu dir geleiten. Miss! Berechne! Berichtige! The Lady zu Diensten. Ich kann dein verwehtes Fleisch schon riechen. Mensura! Das Feuer lechzt nach deiner vermaledeiten Seele. Für dein Kadaver dem Scheiterhaufen Nahrung geben. Mensura. Das Feuer lechzt nach Calcula. Deiner vermaledeiten Rectifica. Seele. Die Schatten sind geflohen. Das große Ganze. Ist sicher. Die Gelegenheit ruft. So, wie weit kannst du ein springen? Ein Singen durch das Herz. Oh, das ist eine Wache. Na gut, ich probier's mal. Danke für die Unterstützung. Sieh an, sieh an. Also. Wie groß ist der Lärm? Meine Seele ist entfesselt. Okay. Also. Du rennst jetzt. Mir gefallen diese Aussichten. Sehe ich da? Ah, ja. Hey, warum stehst du nicht zu? Sei verflucht. Verdammt nochmal. Eine Erinnerung entfesselt. Warum mache ich das denn hier? Wird erledigt. Es. Von hier nach dort. Also. Du rennst, machst es und zack. Willkommen auf der anderen Seite. Kein so. Rückzieher, was? Wenn er jetzt wiederkommt, gibt's einen Alarm. Oh, das ist ein Prognostikar. Warte mal, der kommt doch nicht wieder. Direkt auf den Punkt gebracht. Blinzel. Mir gefallen diese Aussichten. So. Boah, der kann dir auch gleich... Es gibt keine Entfernungen. Der kann dir auch gleich verschwinden. Seltsam. Man sieht sich. Man sieht sich. Kommt der wieder? Nö. Ich kann ich mich dort. Eigentlich da hochblinzeln? Nein. Immer hoch. Nach vorne schauen. Lass dich nicht von der Flamme erwischen. Will ich? Ja, aber. Gut, solche Rückendeckung zu haben. Wenn ich schon mal dabei sieh bin. Sieh an, sieh an. Meine Seele ist entfesselt. Verdammt nochmal. Da sind sie ja immer mehr. Weniger. Inquisitorin. Mir gefällt's schon jetzt. Ja, okay, dann bringe ich die auch noch um. Einmal quer hier rüber morden. Jetzt wird das was. Ein Segen durch das Herz. Yay. Ist das hier? Zeitstopper. Ein Fingerschnipsel. Wir sind hier alle Halsabschneider. So. Lass dich nicht von der Flamme erwischen. Jetzt ist es aber genug. Kein Rückzieher, was? Keine Ahnung, wo der ist, der hier langgelaufen ist, aber der kommt nicht wieder. Na gut. Mir gefällt's schon jetzt. Dann würde ich sagen, Yuki, kümmer du dich bitte um das Schiff. Ja, hier. Ein Abenteuer. In der Tat. So, wie weit guckst du? Dir läuft weg. Danke für die Hilfe. Hast du das gesehen, Kuma? Ich kann das. So. Oh, oh. Weg.
Darf ich davon ausgehen, dass die Mauern bald fallen werden? Nun, nein, nicht wirklich. Bis dahin, okay. Leise und geschwind. Stellen wir eine Falle auf. Tschüss. Überlass das mir. Was? Wie viel Zeit ist das? Rück nicht ins Nest der Spinne. Bye, bye. Glänzende so. Kugel. Oh, kinderleicht. Wir sind hier. Ach, da ist die Seelenspur. Okay. Das ist vielleicht ein Gedanke. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich sage danke für Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Ließe sich das vielleicht macht's beschleunigen. Gut. Ja, wir beschleunigen uns ja schon. Eine Kanone darauf schießen. Macht's gut. Ich bin mir nicht genießt mal sicher, den Tag. Und vor allem, see you later.